Technische Störung. Ich sollte wieder da sein. Ich sollte wieder live sein. Ich brauche Feedback, ob es wieder da ist. Toll, Internetausfall. Es sollte aber, ich habe zumindest wieder grünes Licht. Huch! Na gut, ein beendetes Spiel ist ja nicht schlimm. Grünes Licht, grünes Licht. Ein Moment. Jeff, can you hear me? 'Cause I'm sick of it all. Always digging in my skin. Always pushing my back to the wall. In my eyes is a madness. Can't believe what I saw. And I'll be here laughing when you fall. It is nothing to say. 'Cause I'm already gone. You know I'm not like you. You were never wrong. To know. I always hated you, hated.
So, der Internet-Schluckauf sollte sich gegeben haben. Ich hoffe, man kann mich hören da draußen. Okay, das klang gar nicht psycho. Kurzes Spiel wieder öffnen. Ich höre was, genau. Das sollte jetzt alles wieder funktionieren. Zumindest hoffe ich das. Ich hoffe, man kann mich hören da draußen. Wir sind gekommen. Ja, genau, wir sind bis zum Erzbischof gekommen. Ich weiß nicht, wann es abgebrochen hat. Ich glaube, mit dem Dialog, wir sind jetzt im Bosskampf. Und wir sind gekommen, um den Bischof zu töten. Und das werden wir jetzt auch tun. Läuft alles und WB! Danke, Jan, danke. So, Bosskampf, das kann jetzt nur nach hinten losgehen. Wo ist er? Ich muss ein bisschen leiser machen. Ah, die greifen mich an. Lass mich Ruhe. Oh, scheiße. Jetzt habe ich mich hier... Oh, das ist nicht gut. Okay. Das ist richtig scheiße. Nein! Du! Nein! Oh, das läuft nicht gut. Kann ich von dir trinken? Nee. Oh, ist ja schnell! Wo ist er? Kann man trinken? Nee, scheiße. Oh, das... Ja, ah! Okay, das läuft nicht so. Hat der schwer. Ich hab den auch richtig schwer in Erinnerung. So, lass mal dich hier kaputt klappen, Alter. Nein. Ja, lad mal nach. Oh, ich hab nicht mal mehr Half-Life. Oh Gott. Boah, der ist schwer. Was passiert denn? Wenn ich trinke, ich glaube, ich musste mich davon übergeben, oder? Das. Scheiße. Blutheilung. Okay, er trifft er mich nicht. Nochmal Blutheilung. Was macht Verdunkelung eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Irgendwas. Okay. Nein. Oh, ins Gesicht. Ja, in die Ecke habe ich dich gedrängt. In die Ecke! Oh, das läuft gar nicht mal so kacke gerade. Warte, das muss ich mal kurz woanders speichern. Neuer Spielstand. Boss 2. Das könnte vielleicht klappen. Nein, wo ist er hin? Er hat mich betrogen! Er hat mich hintergangen! Er hat mich verarscht! Ah! Oh, das war knapp! Oh, scheiße. Okay, lass mal... Nein! Kommst du nicht hierher! Das darfst du nicht! Das darf er nicht! Sag ihm, dass er das nicht darf! Nein! Oh, verdammt!
Oh, scheiße. Okay, das war. Ah, der. Oh, das war doof gespeichert. Das war richtig doof gespeichert. Bleib da, bleib da! Nein! Oh, die Blutheilung zieht nicht mehr. Nein, 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 nein! Nein! Nein, nein! Oh Gott! Bitte nicht! Jetzt krieg ich dich ran, aber sowas von... Nein, ja! Jawohl! Alter, mein Leben! Okay, erstmal. Ach du heilige Scheiße. Oh. Woo! GG. Oh, vielen lieben Dank. Oh Gott. Oh, das war knapp. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den jetzt so schnell besiegen, ehrlich gesagt. Ich dachte, das dauert länger, weil ich hatte den richtig, richtig schwer in Erinnerung. So, Sie haben alle Pestträger getötet. Erstatten Sie dem Regentenbericht. Sie haben Bischof Wick getötet, den Kopf des Pestträger Endzeitkults, und so ihrer kranken Religion ein Ende gesetzt. Erstatten Sie Damselbericht. Oh ja. Oh Gott. Das war anstrengend. Das war richtig anstrengend. Damsel und... Warte, den Regenten, den können wir ja gleich hier. Maximilian Strauss. Ha! So. Nee, 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 nicht First Person. Das machen wir hier nicht. Oh, jo, jo, jo. Hallo. Schönes Bild. Oh, das ist doch kein, oder? Wie er Abel erschlägt. Ha. Hello, Neonate. How can I be of assistance? Können wir Worte wechseln, Hexenkönig? Of course. Aha. Ach so, muss ich... Ah doch, ich zerbrach das welkende Pferd der Pestilenz und seinen dunklen Bischof im Grabe. You have? Impressive, young one. What exactly was the source of the epidemic? Oh, das war ein kranker Typ. Oh, der war ganz krank. Oh, der war richtig, der war übel. Bischof Weg saß auf dem welkenden Pferd. Tell me of this so-called bishop. Ich sag doch, der war krank. Er wünschte, den Vorhang über unser verfluchtes Dasein zu schließen. I see. That end may very well be upon us. But to business. I have a debt to pay you for your services. Ja, gib mir Geld! Welche Schätze? If you so desire, I can give to you a unique talisman that might be of use in the future. If that does not interest you, I can compensate you with hard currency. Nee, Talisman, bitte. ich nehme den Talisman, Schatz. A wise decision, Neonate. True power lies not in wealth, but in the things it affords you. I hope this object serves you well. Ich verweile hier nicht länger. Oh, was haben wir denn bekommen? Was diese? Aha, Der Blutstern. Alle Kainskinder haben die angeborene Fähigkeit, ihre untoten Körper an die Grenzen sterblicher Kapazität zu treiben. Doch nur für einen Augenblick und mit hohem Bluteinsatz. Dieser düstere Talisman wurde geschaffen, um diese Fähigkeit zu verstärken. Die Dauer von Blutmacht verdoppelt sich durch ihn. Ja. Danke, Digga. Ich will ja nicht undankbar sein, aber... Okay. Nee, ist okay, ist okay. Oh ja? Was sind diese? Taumaturgische Kreaturen. E. Bankins, Regent Chicago. Gargoyles. Während des mittelalterlichen Konflikts mit den drangen die Tremere tief in die Geheimnisse der Blutmagie vor und erschufen zum Schutz eine Rasse namens Gargoyles als Kundschafter, Krieger und Wache. Sie sind Monster, Vampire durch das Blut ihrer Schöpfer, nichts weiter als Überreste anderer Clans und Diener ihrer Herren. Leider sehen einige dies als Sklaverei an und fliehen auf der Suche nach einem närrischen Utopia. Die meisten Gargoyles leben allein und ziehen die Einsamkeit selbst der Gesellschaft mit ihresgleichen vor.
Homunkuli. Für geistlose und niederste Aufgaben erschaffen viele Tremere etwas, das sie als Homunculus nennen. Diese Wesen ohne Verstand können viele Formen annehmen und sie sind streng loyal, aber durch ihr Aussehen gefährden sie die Maskerade. Inwiefern unterscheiden sich eigentlich die Playthroughs, wenn man eine andere Gruppe spielt? Hauptsächlich durch die Dialogoption. Die Fähigkeiten, also wenn du... Achso, du siehst es gar nicht. Ich sitze im Weg. Die da. Diese Fähigkeiten. Ja. Ich kann die hier durchwechseln. Das ist natürlich doof gemacht mit meinem Bild. Aber ich habe verschiedene Fähigkeiten. Ich kann ja mal vorlesen. Blutmacht, Auspacks, Schleier des Wahnsinns, Massenwarm, Stimme des Irrsinns, Verdunkelung und Blutheilung. Jeder Clan hat andere Fähigkeiten. Manche, also es, die sind nicht alle unbedingt einzigartig. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis, ne? Die sind nicht immer einzigartig. Also so eine Fähigkeit wie aus Pex, die kann auch ein anderer Clan besitzen. Aber... Hä? Okay, diese hier, diese Disziplin, nenne es Elite-Fähigkeiten. Die sind relativ einzigartig. Jeder Clan besitzt andere. Dialogoption, also Malkavianer durch ihre, ich nenne es jetzt mal gespaltene und irrsinnige Persönlichkeit, reden die geschwurbelt. Alle anderen Clans reden relativ normal. Aussehen, logischerweise. Und wenn du ein Tremere spielst, also das, wo er der Chef von ist, hast du zum Beispiel deinen Clan sitzt hier in diesem Haus. Normal hast du es ja in Santa Monica, über der Fundlei, wo wir auch hausen. Und genau hier will ich hin. Links, rechts, rechts. Ich hab's gefunden, Maggie, danke. Nach einer halben Stunde. Okay, also verpasst man nichts durch seine Charakterwahl. Nee, du kannst so ziemlich alles machen. Manche sind nur schwierig zu spielen. Der schwierigste Clan ist tatsächlich die Nosferatu. Wir haben ja schon ein paar von denen getroffen. Und du kannst dich nicht wie ich hier an der Oberfläche bewegen. Du bist tatsächlich gezwungen, dich die ganze Zeit durch die Kanalisation zu bewegen. Ist eine coole Mechanik, ist aber sehr schwer zu spielen, weil wenn du hier normal rumrennst, flippen die Leute halt komplett aus, weil du halt hässlich aussiehst. genau. Dann gibt es tatsächlich auch sowas wie Hybriden, also Vampir-Werwolfs-Hybrid. Das sind die Gangrel. Also die Klassen, eigentlich muss man wirklich, wenn man sagt, man mag das Spiel, mal mit ja, so bestimmten Klassen das Spiel schon mal durchgespielt haben, weil es einfach eine andere Erfahrung ist. Ganz schön oberflächlich, die Leute. Ja, das stimmt, ne? Ich meine, ganz ehrlich, manche Leute sehen halt komisch aus und die werden nicht gejudged für ihr Aussehen, ja? Aber Nosferatu geht gar nicht. So, ich möchte ins Last Round. Genau, ich möchte in das Last Round, da ich Damsel sagen kann, ich habe den Pestträger getötet. Und ich laufe gnadenlos falsch. und dann haben wir, glaube ich, gar keine Nebenquests mehr offen, du. Ich glaube, wir können dann... mal zum Prinzen, wofür wir ja eigentlich hergekommen sind. Der muss sich auch fragen, was wir die ganze Zeit hier übertreiben. Genau. Und dann können wir die Hauptquest mal ein bisschen voranbringen. So. Es gibt bestimmte Abkürzungen ins Last Round, aber ich bin wieder zu öppelig, die zu finden, ne? Aber ey, so ist das Leben. Wir machen einen schönen Nachtspaziergang. Sieht doch schön aus hier, ne? Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf den zweiten Teil freue. Das wird noch Jahre dauern. Und ganz ehrlich, ich bin nicht mit Geduld gesegnet, aber die sollen sich von mir aus so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Und wenn der zweite Teil erst in 10 Jahren erscheint. Aber grafisch gesehen sah das so geil aus. Und nochmal so ein Spiel wie dieses hier erleben zu dürfen, als offizieller Nachfolger, das wird geil. Worauf ich mich nicht freue, ist, dass Damsel im zweiten Teil auch wieder dabei ist. Das haben sie ja bestätigt, aber... Ja, man kann sich das ja nicht aussuchen, ne?
Der Pestdaumkönig und seine dreckige Brut wurden von der Erde getilgt. You killed all of them? Klar. So I guess you want me to thank you or something? Damn it. Thanks. Okay? Well, cool for now, but just don't go bragging to everybody about it. Hab ich nicht nötig anzugeben, keine Sorge. Ich wollte doch nur Unkraut jäten, damit wieder Blumen sprießen können. You know, you just may have an anarch soul. I'll let you chew on that, Cammy. Some of the boys might have overheard our conversation and gotten the impression I've gone soft. Oh, schön Bonus bekommen. Vielleicht, bis dann, Dämse. Oh ja. So, da gehen wir mal zum Prinzen. Mein bester Freund. Oh. Für Spieleunterschiede gibt es zum Beispiel die Clan-Quest-Mod. Da sind für jeden Clan eigene Quests drin. Das habe ich auch gelesen. Es gibt ja auch die Mods, die in den Spieledateien ein bisschen rumgeforscht haben. Und es gab Quests und Gebiete sogar. Die wurden ins Spiel schon implementiert, haben es aber nicht ins fertige Spiel geschafft, aufgrund wahrscheinlich des Zeitdrucks, den sie hatten. Und manche Patches haben die tatsächlich aufgearbeitet und mit reingepatcht und noch ein bisschen fertiggestellt und so gebastelt. Das finde ich halt sehr, sehr interessant. So, genau, hier wurden wir abgesetzt und hier müssen wir rein. Zum Prinzen von L.A. Oh ja. Hi! Snackcake? What are you doing here? I mean, I gotta admit, I'm a little flattered if you're stalking me, but anyhow, you see where your little security muffins ended up? Night shift lobby sergeant, huh? Hey, you stick with me, cause I'm going straight to the top, baby. Ah, genau wie du will ich hoch hinaus. I'd love to buzz you up, but according to Building Security Protocol 916, I'm gonna have to verify you're supposed to be here before I can open the elevator. I hate to be a Louis Law, but I'm new here and you don't get a second chance like this every day. Das ist ja kein Problem, ne? Bürokrat Lacroix ist der Name, den ich suche. Would that be Sebastian Lacroix of the Lacroix Foundation or Dwayne Lacroix of Insurrection Baby Formula Company? Sehe ich aus, als wäre schwanger. Hat er mich gerade fett genannt? Sebastian Lacroix. Okay, then. Mr. Lacroix, he told me to expect someone fit in your description sometime tonight. You go right on up. Vielen Dank. You have a good power meeting or whatever it is you types do up there. Do you need any security? Well, you just ring the front desk and ask for Officer Chunk. That's me, in case you were wondering. Ich stecke deinen Namen in mein Hirn, leb wohl. Der ist niedlich, ich mag ihn. So, Fahrstuhl bitte. Welcher ist es? Ja, ja. Penthouse. Selbstverständlich. Oh, edel. Der Mann hat ein Interesse für Kunst. Ja, und stilvoll ist er auch, nur ist er ein ziemlicher Arsch. Aber egal. Hi, Basti! There you are. I was informed of your presence in the building. Since you're here, I'll take the liberty of assuming you've destroyed the warehouse. This is correct, yes? Erledigt. Most excellent. I had no doubt you'd prove my decision approved. Das ist irgendwie creepy. Die Bilder, ja. Oder meinst du den Basti? So, Merkur hatte keine Sprengsätze, aber ich habe welche gefunden. Oh. Then I'll see that he's suitably punished. Nonetheless. Was? You've triumphed. My Nein! Commendations. Moment! Well, circumstances being what they were. Moment! Moment, habe ich jetzt... Nein, 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 nein. Ich wollte nicht Mercurio verraten, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Habe ich nicht ausgewählt? Er hatte keine? Scheiße. Moment, das geht so nicht. Oh nein, das habe ich nicht mit Damsel geredet, oder? Fuck. Oh shit. Oh Gott, das tut mir leid. Nee, wir müssen noch mal ins Last Round. Und da mache ich davor, bevor ich zu Lacroix oben bin, und seiner Hütte nochmal ein Safe. Oh nein, ich wollte Mercurio nicht verraten. Um Gottes Willen, bloß nicht.
bloß nicht unseren Lieblings-Couch-Bewacher da, unseren Couch-Ritter verraten. Das können wir nicht machen. Das möchte ich nicht machen. Mercurio hat uns nichts Böses getan. Oh, wow. Damsel? Ja, ist fertig. Ja. Vielleicht, bis dann. Gut. So, jetzt gehen wir nochmal zum Sebastian. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel. 6 Stück. Na, das schreit doch nach Leveln. Wir wollten eigentlich Recherche, ne, hochpacken. Schlösserknack müssten wir auch. Oh, man muss so viel. Recherche, Intelligenz. 6, 8. Na ja, dann. Jetzt dürften wir. Ah, Karadebundes. Ah ja. Jetzt dürften wir doch das eine. Recherche von mindestens 6. Ach, scheiße, ich hab 5, oder? Na gut. So ist das Leben. Machst du nicht. So eine Scheiße. Ah, verdammt. Na ja, gut, jetzt ist es so. Hup, hup. Ich frage mich, wo die Huperei herkommt, wenn ja eigentlich gar keine Autos nachts fahren, ne? Aber trotzdem liegt hier Dreck auf den Straßen. Furchtbar. Na gut. Dann fahren wir jetzt nochmal nach oben. Reden mit unserem Lieblingsofficer. Chunk hieß er, glaube ich. Dann, bevor wir oben beim Prinzen sind, speichere ich dann nochmal. Nicht, dass ich hier wieder. Nicht wieder Kram mache. Jo. Okay, genau, hol mir mal den Fahrstuhl bitte. Fahr mich nach oben, einmal ins Penthouse, wenigstens einmal hoch hinaus und ich speichere. Genau, Venture Tower Lobby. Hallo! I was informed of your... Ja, bumm! Excellent. I had no doubt you'd prove my decision a prudent one. I trust you encountered no impediments to your progress on account of my personnel. Dann nehmen wir die 1, oder? Ein dämlich Merkur, falsche Gesichter, Imbissattacken und Wolfsleute. Yes, yes, I'm sure it was quite an experience. Well, circumstances being what they were. I will admit, not many in your position would have overcome such a trial. But don't misunderstand me. It was no fool's errand. You may yet prove to be a genuine asset. It's a bit disturbing the lack of talent within this organization as of late. Tell me, what would you say to doing a bit of reconnaissance for me? Wenn's sein muss? Was soll ich mit meinen kleinen Augen ausspionieren? There have been whispers. Rumors spreading around the Kindred community concerning the Elizabeth Dane, the cargo ship that was towed into port recently. Have you heard of it? Ja, aus anderen Playthroughs, aber ich habe jenes Geflüster ignoriert. Erzählen Sie mehr. The Dane was found out at sea. The reports say it was without crew, but they have yet to report a fate of said crew. The police are investigating the Dane as we speak. Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Ankaran sarcophagus. Now, I'm not one to predicate a decision based on conjecture, so what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the Dane were not supernatural in nature, and in no way relate to this Ankaran sarcophagus. Warum ich? Should I repeat myself? I do believe I mentioned the fact that I bent the delicate laws that govern our society to allow you a chance to live. If that isn't enough... Das hast du nur gemacht, weil ein Anarch dazwischen gepopelt hat. Aber gut, okay. Na gut, helfen Sie mir zu verstehen. You have 3 objectives. 1.
I want you to examine the sarcophagus for anything unusual. You may sense something peculiar about the sarcophagus. In fact, many kindred in the city have reported an uneasiness in the air since the Dane's arrival. Do not, under any circumstances, open the Ankaran sarcophagus. Secondly, the police have begun their investigation. Find out what they have concluded thus far. Thirdly, take the cargo manifest for the ship. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence. So be careful what you do in front of them. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Yeah. Mehr als sie ahnen. Good. Oh. And it has come to my attention that you had an encounter with Nines Rodriguez earlier. The man so does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? Blah, 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 blup, blup. If I may give you a piece of advice, always listen to others' words carefully. Read between the lines. Gauge where you stand with them and who they decry or exalt. The more you know about someone, the greater your advantage. Now that that's out of the way, I trust you're prepared to leave for the Dane. Ich bin immer bereit, schon fort zu sein. Good. I'm counting on an encore exposition of the talent you showed earlier. Go. And remember, under no circumstances are you to open the Ankaran sarcophagus. Okay. Good. There's a boat waiting for you on the beach in Santa Monica. Yep. Okay. Öffne unter gar keinen Umständen diesen Sarkophag. Mysteriös. War ihm sehr wichtig, hat er ja mehrfach betont. Wir dürfen zurück nach Santa Monica. Bring mich mal. Ja, sie dürfen mich fahren. Santa Monica, Baby. Oh Gott, ich bekomme gerade Flashbacks. Von was? Von deinem ersten Playthrough? Oder was? Oder von was? Hi! So geht hier eh noch pinkeln. Gehst du pinkeln? Ja, du musst schiffen. Oh, die Blase ist so voll. Warte, ich begleite dich. Ich kann dir helfen. Von dem Schiff. Ja, ich... Es wird eine tolle Quest. Oh, der muss auch... Nee, der muss telefonieren. Es sieht mich keiner, oder? Ich muss einmal voll machen. Nicht, dass ich das auf dem Schiff brauche, aber... Ich hab dich so gern lernen, Tank, ne? Wir müssen zum Pier, genau. Wir müssen zum Strand. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann machen wir die tolle Schiffsquest. Ja, die habe ich gern. Die habe ich jedes Mal gern gemacht. Beach Access. Jawohl, nach links rum. Zack, und runter die Treppe. Schwupp. Huch. Ich wollte jetzt ganz cool hier so abkürzen, aber es geht nicht. Ich bin zu fett. Aber das ist okay, Schnucki, ist okay. Dann trink mal weniger Blut. Kein Problem. So, sollte jemand hier auf uns warten? Ja, hi. Hey, you, hey, what can I say? You preserve my ass. I truly appreciate you not saying anything, and I want you to know I take care of those who do me favors. So from now on, you need equipment, info, you come see me at my apartment. Don't hesitate. Wie geht es deinen geflügelten Füßen, Merkur? I tell you, that blood you guys got's an amazing thing. Helped close up a few wounds. This back alley patch fixed up the rest. I needed that beating. Ja, man sollte auf sich aufpassen. Last time it's gonna happen. Hm, oh, ich brauche ein paar ungezogene kleine Spielzeuge. Oh, willst du mich verarschen? Das ist ja nichts. Das ist ja nicht. Ja, haben wir irgendwas zum Verkaufen? Nee. Na gut. Danke, Merkur. Ich danke dir vielmals, Mercurio. Oh, wie geht's dir eigentlich? Wolltest du nicht mit deiner Lilly durchbrennen? Okay. Thin blood. Looks thick enough to me. So. Auf geht's zur Idee.
Oh, das wird richtig belastend doof. wir müssen zum Sarkophagus und den Frachtbrief finden. Ist eigentlich nicht so das Ding, aber ist eine Stealth-Passage. Yo. Oh, for Christ's sakes. Tell Jacobson, if he plans on making Editor-in-Chief, he's gotta start working with me. I can't keep getting him these scoops if he's gonna send high school journalists who don't know enough to wear something that would blend in. Entschuldige bitte? Sehen Sie in mir die korrupte Zwillingsschwester von Jacobson. Take it easy, Flash. This is still a badge you're talking to. Okay, wo wir die Formalitäten jetzt endlich erledigt haben, was haben Sie für uns? Alright, look. I got you a copy of the initial report. And I can get you into the cabin, but you gotta make yourself real scarce after that. Anybody catches you, I don't know you. And no goddamn flash photography, brainchild. Wohin führt mich mein Pfad? Hold up a second. Eins to Marsh. Eins to Marsh. Marsh, they need you up in the bridge. Over. There. The security room will be clear. Freiheit ist nicht mein Catch. Follow Earl Grey. Go down the stairs behind you and stay low. When you get down there, wait for me to call off the guy guarding gangway A. As soon as he leaves, get your ass moving. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Keks. Hallo, hallo. In and out. Wir sind wieder ein Kind der Nacht. Wir sind in der Hauptquest auf der Elizabeth Dane. Und müssen ein paar Sachen auf den Grund gehen. Trödel macht ein unordentliches Schlafzimmer. Don't forget to stay out of sight. If anyone sees you, you're on your own. Take the stairs up to the security room. There'll be a computer in there. The password is Lighthouse. Lighthouse. All one word. You get ja. Ich sollte zu diesem schönen Licht segeln. Now get a move on. And don't forget to tell Jacobson I get double my usual fee for this one. Ist kein Problem. Daran werde ich mich wohl erinnern. Tschüss! So. Eins to Jacobson. Anderson. Eins to Anderson. Come in, Anderson. Come check this out. I just saw a baleen whale. Yeah? Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Okay. Blut, überall Blut, oh je, oh je. Vielleicht ist auch eine rote Farbe oder Öl. Master of Stealth, ja. Oh, übel, ey. Der hat mich einfach nicht gesehen. Also, er hat mich schon gesehen, aber ich war schneller, als der Wind erlaubt. So, Records Room. Das ist wichtig. Wir speichern. Gut, Frachtbrief finden. Ach ja, wir müssen ja alles erstmal hacken. Der hat doch schon auf dich gezielt. Ja, das hat... Oh, scheiße. Hat er. Hat er auf jeden Fall. Na gut, so. Genau. Was haben wir hier? Ist das nicht sogar der Frachtbrief? Kann man den, können wir den lesen? Was haben wir hier eigentlich? Polizeibericht. Ah, eine Kopie des ersten Polizeiberichts für die Elizabeth Dane. Unterzeichnet von Mitgliedern der Agenturen USCG, NCIS und LAHP. Trotz deutlicher Beweise überragender körperlicher Gewalt wurde nicht eine einzige Leiche gefunden. Es wurde auch keine Überlebenden gefunden oder Anzeichen eines groß angelegten Raubzugs entdeckt. Frachtbrief. Transport der Ausgrabung in Ankara, Los Angeles. Ankara Sarcophagus. Ich mag diesen englischen Sound. Drei Kisten, Keramiktafeln, eine Kiste, nicht identifiziert. Das wollte Mr. L. haben. Jetzt haben wir das und jetzt müssen wir zum Sarkophagus. Und ich glaube, ich bin hier schon auf dem, oh ja, auf dem richtigen Weg. Speicher. Schöne Stealth-Passage, schön schwer. Ich mag Stealth-Passagen gar nicht. Aber well, ich habe mich hier nicht zu beschweren. Mögest du bitte da hinten gucken gehen? Oh, das ist nicht leicht. Oh, ich hasse das hier. Ich hasse das hier leider so ein bisschen doller. Ah! Okay. Oh, oh, nee. Oh, ich glaube, wenn du aber echt... Ich sage ja Master of Stealth, ja. Das ist so schlimm für mich. Oh, das ist schlimm.
Wo kam der denn jetzt her? Ah, jetzt geht er. Na toll. So, tschüss. Wieder Schraubenschlüssel ausgerastet ist. Ja, vor allem, er macht ja schon richtig Krach auf dem Container. Auf dem Container. Und... ich bin im Arsch. Der checkt's halt nicht, ne? Null. Oh ja. Oh ja. Oh fucking ja. Ich bin so unsichtbar wie ein Nebel in der Nachtdämmerung. Niemand kann mich entdecken. Niemand. Das hätte ich auch gern. Polizeibericht. Ich würde gern hier hoch. Kannst du bitte wieder auf Fürth? Genau. Halt. Nee, das war falsch. Polizeibericht. aber war das nicht den wir schon hatten? War das jetzt Buggy? Habe ich den doppelt? Egal. Oder wir haben den aufgesammelt. Okay. Naja, ist egal. Nochmal speichern. Oh, ich hasse das hier so sehr, ne? Der steht dort. Ja, dann hat es mir jetzt ein bisschen wenig gebracht, glaube ich, ne? Hier hochzuklettern, glaube ich. Oh, das ist eine Scheiße. Okay, ich bin noch safe. Dann gehen wir mal hier hoch. Bitte wieder umschalten, genau. Hier geht es nicht weiter. So, ich glaube... Ich glaube springen. Das ist gut. Das ist gut. Das riecht gut. Die Absperrbänder, die rasten wieder aus. Chaos! Okay, gut, 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 ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Speichern. Jetzt könnte man zum Beispiel, glaube ich, wenn ich jetzt Auspacks einsetze. Ach nee, das ist erst auf einer höheren, Stufe. Da würzt du sogar die Umrisse von NPCs und Gegnern durch Wände und so einen Scheiß sehen. Habe ich jetzt natürlich nicht. Jetzt habe ich ein bisschen Blut verschleudert. Oh. Oh, ich hoffe natürlich nicht, dass jetzt, Scheiße. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass ich in Raserei verfalle. Ah! Das wäre richtig schlecht. Gewonnene Erfahrung 1. Ja. Schön, dass das hier schon zählt, aber ich würde natürlich auch gerne einmal den Sarkophagus selber sehen wollen. Das ist er. Nochmal von vorn, bitte. Da ist er zu sehen. Und weg hier. Weg. So, Sie haben Ihre Aufgaben an Bord der Elizabeth Dane erfolgreich abgeschlossen. Erstatten Sie den Prinzenbericht. Mhm. Dasselbe Spiel nochmal. Jetzt alles rückwärts, zurück, ohne gesehen zu werden. Wie das ausrastet! Okay. Wo läufst du hin, Schnuckelbert? Du stellst dich wieder dorthin? Du siehst mich nicht, ne? So habe ich das gern. Oh, die Zahl. Ja. Speichern. Das sieht gut aus bis jetzt. Das sieht richtig gut aus. Okay, ihr bleibt alle da, wo ihr seid. Wie war das jetzt? Ich bin hier rechts rum, ne? Oh, die tummeln sich aber auch hier wie die Motten, ne? Ja, ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Hervorragend. Okay, warte. Ah, hab ich dir auch mal in die First Person umschaltet, ne? Okay. Komm ich? Nee, hier hinten kommst du nicht weiter. Genau, geh mal. Das ist sehr gut. Die stehen... Oh, ich kann ja hier komplett rum. LOL! What the fuck? Okay, Scheiße. Das hat mir jetzt vielleicht einen kleinen Schrecken eingejagt. Ich habe damit nicht gerechnet. Genau, ich konnte jetzt hier durchlaufen, oder? Ah,
Der sieht mich nicht, oder? Du siehst mich nicht. Oh, gut. Oh, kann ich jetzt schnell mal kurz hier durchjubeln? Sehr schön. Ah, verdammte Scheiße, erschreck mich nicht so. Oh Gott. Oh, Himmelhilf, okay. Wenn ich auf der Leiter bin, auf dem Container, speichere ich dort nochmal. Dann muss ich das hier nicht immer machen. Okay, Hinzugs hat ein bisschen besser funktioniert als der Rückweg. Ja. Ja, es sieht mich keiner. Ich bin praktisch wie ein Geist. Praktisch unsichtbar. Für jeden. Ne, warte, ich musste hier auf den Container bleiben. Oder? Speichern! Speichern! Und ums Eck. Genau. Niemand sieht mich. Niemand wird mich je entdecken. Ah, das sieht sehr gut aus. Ich glaube, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Jetzt müssen wir nur noch den kleinen Teil durchs Schiff zurückgehen und dann ist alles tutti paletti hier. Kann ich jetzt normal auf meinem Speichern das Ganze nochmal? Oh! Oh! Verdammt! Okay. Scheiße. Ich bin nicht da. Nope, du hast nichts gesehen. Was machen wir hier jetzt? Darüber springen, oder? Sieht er mich dann nicht? Scheiße. Yep. Das war 1A nach hinten. Oh, okay, warte. Hier kann ich nicht. Die stehen hier rum. Ich habe jetzt auch leider nie keinen Gegenstand, ne? Den ich... Scheiße. Ah, nein! Jetzt bin ich wieder auf diese komische Taste gekommen. Laden. Ich wollte laden. Okay. Vielleicht kann ich ja einfach an den Wachmann vorbeispringen. Also, die sind ja manchmal auch ein bisschen dumm, ne? Bin ich jetzt einfach hier ganz casual... Das sind zwei. Okay, ich glaube, der Plan ist soeben... Es sind drei. Verworfen. Es hätte ja klappen können. Es hätte so schön funktioniert, wenn da nur einer gewesen wäre. Okay, was ist hier? Das war genauso kacke. Ich habe nichts, der einen einhypnotisieren. Naja, ich weiß halt nicht. Der steht da oben rum, ob... Ob die sich auch wegbewegen, ne? Also eigentlich müsste ich nur durch diese Tür. Nur. Ich müsste... Nur durch diese Tür da drüben. Wenn ich aber springe, sieht er mich, ne? Scheiße. Okay. Ich habe nichts zum Werfen, ne? Ah, das ist doof. Oh, das ist wirklich doof. Ja, der hört mich schon. Der kriegt das schon mit, ne? 100. Scheiße! Oh, ich habe nicht genug Blut. Ich will die Blutkonserve nicht verschleudern wegen der Fähigkeit. Das ist irgendwie doof. Nein, 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 nein! Ah, verdammt! Da war ich zu laut. Ich musste ja nur durch diese eine Tür dort. Ich muss ja nur darüber. Ich warte mal kurz. Vielleicht bewegen die sich ja, ne? Die laufen ja teils gerne mal Patrouille. Aber die sehen mir ziemlich festgefahren aus. Die quatschen hier so, als gäbe es nichts anderes in ihrem Leben. Was ist hiermit? Nee, fuck. Ich dachte... Das sieht halt auch so besonders aus, weil die blau ist, ne?
Hier gibt es keine Leiter mehr, ne? Keine Leiter, wo ich noch höher komme. Blutbedarf, ich weiß, ich weiß. Ne, da steht, es sind immer noch zwei. Scheiße. Niemand. Shit. Okay. Ah, scheiße. Würde es was bringen, an dem vorbei? Nur mal so rein theoretisch. Nee, da kommst du an denen vorbei. Okay, das würde nichts bringen. Oh, muss ich wirklich die Blutkonserve schlucken? Bitte nicht. Bitte nicht. Ich muss nur durch diese Tür. Und dann bin ich frei. Dann bin ich ein kleiner freier Vogel. Nee, Massima will ich gar nicht. Die sind halt doch nicht so doof, ne? Wie du denkst. Die sind halt nicht so doof, wie du denkst. Ich habe auch nichts mehr zum Werfen. Es wäre so cool gewesen, wenn jetzt hier eine Flasche irgendwas... Ne? Aber der eine steht ja direkt hier drunter. Ne, es sind zwei und drei. Boah. Niemand. Scheiße. Ich glaube, ich komme echt nicht drum rum. Den anderen auch, bitte. Hallo? Who's there? Nee, das ist schlecht. Oh, bitte nicht! Ich will einfach nur hier weg! Oh, scheiße. Scheiße. Wenn ich das mal mache, da killen die sich doch gegenseitig, oder? Who's there? Nee. Auch zu einfach gewesen. Ach, wir sind so kurz davor, wegzukommen, ne? So kurz davor. Irgendwas, was man tun kann. Das werfen. Irgendwas werfen. Ne? Wenn man irgendwas finden würde, sei es auch nur was. Was das? Oh, was das? Schlüssel zum Aufzeichnungsraum. Ja gut. Au! Ich wollte mir diese Schalter angucken, Alter. Ah, okay. Ja gut, das kann ich mal hier kurz durchrennen. So, zack, zack, zack. Noch ein bisschen. Stopp! Stopp. Aha. Okay. Was haben wir dadurch jetzt bekommen für eine Option? Bewegen sich jetzt die Polizisten, weil die sich denken, was war das? Das wäre ja eigentlich ganz cool, ne? Ah nein, ich dachte, die Tür war ja vorher schon offen. das ist interessant. Aber nicht ganz so optimal, ne? Hier ist auch keine Leiter, an die wir reinklettern können. Ach, diese Quest, ne? Was haben wir jetzt? Crane Release. Ja. 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 Aha. Aha. Ja.
Aha. Ist das meine Austrittskarte? Ja? Nein? Was tut er da? Ich glaube... Nee, die sind noch da, warte. Der dreht sich jetzt unendlich weiter. Okay, warte. Wenn die den dann... So, aber die Sache ist, was? Und warum? Was und warum, ne? Der rotiert, okay. Ja, ja. Der rotiert. Nach links oder rechts kann der rotieren? Oder? Ich check's nicht, egal. Wird schon irgendwas machen, aber lass mal saufen. Und jetzt... Ach, das ist alles doof. Das heißt, ihr blockiert mir alles so doof den Weg. Aber so richtig doof den Weg. Ach, da ist noch ein dritter. Oh, das ist ja richtig scheiße. Oh, da stehen ja an beiden Seiten drei Polizisten. Oh, das ist das doof. Das ist richtig doof. Kannst hier auch nicht, ne? Der kann einen Container fallen lassen. Oh mein Gott, jetzt sehe ich das. Der hat einen Container. Ja, oder? Ich nehme den mal trotzdem. Ist da das Ding? Jetzt hat er den Container. Aha! Der hat den Container fallen gelassen. Ja, ja. Das habe ich noch nie gerafft, was die machen. Der hat den Container fallen gelassen. Ist bestimmt eine neue Option, irgendwo hochzukommen. Die Frage ist, ob man den Kran hätte nehmen müssen zum Sarkophagus hin oder jetzt für einen Rückweg, ne? Das ist halt die Sache. Du kannst den ja rotieren lassen. Also kannst den ja noch ein Stück weiter. Schnauze! Lass mich mal gucken. Lass mich jetzt mal gucken hier! Du kannst den echt überall abladen, wo du willst. Das ist interessant. Aha. Aha. Also noch ein Stück und dann gleich... Stopp. Und 1, 2, 3, so. Sichtschutz könnte sein oder zum Klettern. Ne, noch ein Stück weiter vorne. Ich habe zu lange gewartet. Nochmal laden. Das ist interessant. Das ist lustig. Das wusste ich auch nicht. Nicht entdecken lassen, bitte. Wir lassen dich rotieren. Ich hebe den Schlüssel auf. 1, 2, 3, schnupp. Leute! Ich bin voll auf den Kopf gefallen. Oh mein Gott, er hat sogar Schaden bekommen. Es war trotzdem nicht richtig. Also das falsche Timing. Aber... Okay. So, wo haben wir den jetzt hingeeult? Nee, oder? Es sei denn, der hat eine Leiter dran. Das wäre natürlich genius. Kannst du die drei und vielleicht killen ohne Mensch? Ich glaube nicht. Mm-mm. Das glaube ich nicht. Okay, ich lade das nochmal. Ich probiere das. Also,
ich lasse das Ding gleich runter. Ich stecke das an, dass er sich bewegt und dann runterfallen lassen. Dann runterfallen lassen. Direkt. So, wo ist der jetzt hingefallen? Dorthin. Würde mir das überhaupt irgendwas bringen? Ja, da ist halt hier Sichtschutz, okay. Also mit dem Container. Oh, ich glaube, das ist bockschwer. Die mit dem Container zu killen, ich glaube, das ist richtig schwer. Aber hat ja irgendeinen Grund, ne? Hat ja einen Grund. Ne, das war zu früh. Ach, das war wieder zu früh. Oh, das Timing! Das Timing! Ja, ja, ja. Okay, warte, schleichen. Ich überlege auch gerade. Nee, ich glaube, der Weg, den wir hier schon sind, der ist schon nicht schlecht. So, wo ist der jetzt hingekommen? Nee, der ist ja immer noch da vorne. Ist doch der Container, ne? Der hier. Also, wenn du es schaffst, die mit dem Container zu killen, dann hast du doch echt eine Auszeichnung verdient. Dann hast du es wirklich geschafft. Ach, ich weiß es nicht. Ich würde es gern wirklich versuchen, zu 100% abzuschließen, ohne entdeckt zu werden, ohne jemanden zu töten. Aber das ist schwer. Das ist nicht unmöglich, auf keinen Fall. Aber das ist sehr schwer. Das ist wirklich verdammt schwer. Bong. Ja, das bringt halt auch nichts, ne? Ich meine, zur Not können wir einfach probieren, wenn alle Strickreisen einfach durchrennen. Dann haben sie dich halt entdeckt. Okay, dann ist es so, dann kriegst du weniger Erfahrungspunkte für die Quest. Aber ich würde es halt für mein Gewissen doof finden. Der geht ja nicht mal nachgucken, ne? Oh. Scheiße. Oh, das wäre jetzt zu gut gewesen, wenn das geklappt hätte, ne? Das wäre jetzt gut gewesen. Da hätte sich auch die Frage gestellt, warum hier so ein blaues Ding steht. Blutbedarf. Ja, ich weiß. Ich habe auch Hunger. Ich habe auch Hunger. Ich guck gerade, kommt man hier irgendwo? Es würde einem ja nichts bringen, ne? Der rote Container hier irgendwo wäre, könntest du ja hier drauf, aber ach, das wäre jetzt zu gut gewesen. Aber kommst du nicht? Kommst du nicht drauf? Das geht nicht. Das ist eine coole Idee, aber das geht nicht. Verdammt, verdammt, verdammt mich nochmal. Bin gleich gewillt durchzurennen, aber eigentlich für mein Gewissen möchte ich das nicht. Ich nehme das so nicht an. Jetzt landet er wieder hier. Kommst du auch nicht drauf? Da? Ah! Oh, ist bestimmt ganz einfach, die Lösung. Ist bestimmt ganz, ganz einfach. Aber ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Nein! Verdammt. Nein! Nein, nein! Ich muss schön schleichen. Ich habe viel zu lange gewartet. Oh mein Gott, jetzt war ich mit den Gedanken woanders. Der landet wieder hier drauf. Ja. Das
Hast du hier nicht? Das wäre so cool, wenn du jetzt hier einfach da drauf, aber es geht nicht, es reicht leider nicht. Ah. Wenn du einfach wieder sagst, links, wo du auch hergekommen bist. Ich bin den Weg gelaufen, wo ich hergekommen bin. Tatsächlich. Also ich habe mich immer hier links gehalten. Mich tatsächlich gemacht. Wow. Oh, ich glaube, da ist gerade einer draufgegangen. Ah! Oh Gott. Scheiße. Oh, ich glaube, ich renne jetzt durch, oder? Aber es hat wirklich einen getroffen. Schneller! Tür zu. Nein, schneller! So, wo bin ich hergekommen? Ich glaube, die Tür, ne? Du bist aber rechts. Ist scheißegal, wo ich bin. Ich laufe jetzt hier durch. Falsche Abbiegung! Oh Gott! Tschüssi? Nein, 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 nein. Ich habe nichts Böses verbrochen. Ich bin weg. Tschüss. Ich habe zumindest keine hier um Maskeradenverletzung oder Menschlichkeit verloren. Ich habe es abgeschlossen. Oh. Haben die halt auf mich geschossen, ne? Sollen sie denken, ich bin im Meer ersoffen. Und damit sind wir doch alle irgendwie glücklich. Ich finde das gut so. Mal gucken, was der Prinz davon hält. Ich glaube, der wird nicht so begeistert sein, aber es war ja die Rede davon, dass ich keinen töten soll. Ne? Und ja, ich bin nur irgendeine Studentin, ne, die da sich auf das Schiff verirrt hat. Keiner weiß, dass ich für den arbeite. Also ist ja noch alles im Lot. Aber ich muss Blut saufen. Ich brauche dringend was zu trinken. Aber sehr dringend. Ist hier jemand so ein schönes Opfer, der wieder mal pinkeln muss, den wir überfallen können? Das wäre sehr praktisch. Das wäre richtig praktisch, du. Aber hier muss Kinder mal schiffen gehen. Oh, ich will mich aber nicht immer von Ratten ernähren. Das schmeckt doch nicht. Da ist viel zu wenig Eisen drin im Blut. Oh, dich könnte mal. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu nah am Geschehen, oder? Scheiße! Heute ist nicht mein Tag. Heute ist absolut nicht mein Tag. Oh, verdammt. Na gut. Wir brauchen aber Blut. Wir haben ganz wenig Leben. Das sieht alles richtig übel aus. So richtig übel. Aber zur Not. Naja, eine Ratte tut's halt auch, ne? Das tut's halt auch. Dann können wir ja jetzt. Ach so, haben wir ja. Genau, erstatten Sie den Prinzenbericht. Das haben wir fertig. Kommen wir jetzt wirklich nach Downtown zurück. Naja, vielleicht finden wir dort irgendein williges Opfer unserer greuvollen Gewalttaten. Und dann sieht das wieder besser aus. Fahren wir gleich rüber. Hallo, Taxifahrer. Hab ihn. Ja, keine Zeit zu verlieren. Und los, ab nach Downtown. Mit der geilen Musik. Cemetery. Die kennen wir doch. Hallo. Hey, I know this might seem creepy and all, but please don't blow me off, okay? Someone told me I could find you here. I mean, I've been looking all over for you since that night. Because I just wanted to. Hallo Phoenix. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, hallo. I owe you my life and I feel like I need to repay you. Wie es aussieht, bin ich gerade noch pünktlich zu spät. Nein, du bist genau richtig. Wir haben gerade die Hauptquest weiterverfolgt. Das war eine ziemlich große Stealth-Passage und das ist einfach nicht meins. Und das war auch furchtbar. Also, du kommst genau richtig. Wir haben es nämlich gerade geschafft.
Ich sehe den Tod nicht mehr über dir schweben. Only because of you, what you did for me. I got you this. I thought you might be able to use it. I can be useful to you. I'd do anything. Just tell me you'll let me help you. Let me stay with you. Make me feel this way. Silberring. Willkommen. Really? I promise you won't regret it. Promise. I'll get you money, I'll get you things, everything. I want to be important to you. Okay, gut, geh in unsere Wohnung. Niemand darf von dir erfahren, mein Schmusetier. I know where you live. I checked there first. Überhaupt nicht gruselig. And when you do come back, I'll take care of whatever you want. I'd do anything for you. Ja. Okay. Ja, und kümmere dich schon mal um die Flecken in meiner Zuflucht. Tschüssi, Heather. Wir gehen zum Prinzen. Ich hoffe, der ist nicht allzu angepisst. Wir haben keinen getötet, aber wir wurden am Ende doch entdeckt. Hi! Said to send you right up. You know, I got a break in an hour and a fresh box of Krusty Kremes in the back. How about on your way out? Ich muss nun an die Spitze des Turms fliegen. Ich empfehle mich. Ach, der ist niedlich. Mag dem. Und ich würde mir gern Donuts mit ihm teilen. Ich mag Donuts. Donuts sind geil. Penthouse, bitte. Nach oben. Ah. Ach, sehen wir nicht hübsch aus? I've said all I need to for now. Gary! Da ist Gary. Oh. Oh, ja. So, bitte sei nicht sauer. Ich wurde gesichtet, aber niemand weiß, dass ich das war. Ja? Ja, guck mich an. Ich sehe aus wie eine Stripperin. Also niemand weiß, dass ich das war, okay? Nicht sauer sein. One of my people was monitoring the police radio. Very sloppy. I stated explicitly that you are not to kill any police officers. Their deaths attract attention. And we have ich hab keinen getötet. Doch, hab ich! Ich hab einen getötet. Ich hab den Container fallen lassen. Einer ist durch den Container gestorben. Oh, ich mach die Scheiße nicht nochmal. Ich lasse das jetzt so, wie es ist. Und ich bin wahrscheinlich einer der wenigen, die es geschafft hat, einen im Container zu killen. Denn das ist halt so. Die Decks waren mit dem Blut der Seeleute überzogen. And the Ankoran sarcophagus. What did you see? Ja. Blutige Hände krochen von innen heraus und hinterließen überall ein wundervolles Muster. Okay. Let's not jump to conclusions. Ja, wir sind in Downtown. Wir sind im letzten Stream schon in Downtown angekommen. Wir haben den Anfang genutzt, die ganzen Nebenquests zu machen. Also wir haben die Pestträger-Quest hinter uns gebracht, die ja ziemlich lang ist. Wir haben die Parkhaus-Quest von Fat Larry hinter uns gebracht. Was haben wir noch? Achso, genau. Und Boris haben wir auch hinter uns gebracht. Das haben wir gemacht. Ich muss so viel nachholen. Ja, wir sind aber seit fast 4 Stunden dabei. also Downtown nebenquest-technisch dürfte man eigentlich fast durch sein. Oh ja, über die zerbreche ich mir schon geraume Zeit den Kopf. Those were the Primogen, this city's clan elders. A worrisome bunch devoted first and foremost to the security of their own skin. Which is why they were here. It seems Alistair Grout, the Malkavian Primogen, has either forgotten how to answer his phone, or is missing. Each minor problem like a grain of sand, each night I inherit the desert. The Sabbat's appearance has put the Primogen on edge. Grout's mansion is in the Hollywood Hills. I need you to pry Grout out of whatever crack he's crawled into and have him contact us. Okay, Grout. Ich kann diesen Namen nicht finden. Ich sollte nicht gehen. Every problem that's brought to me has to be dealt with. It's the seemingly insignificant. Oh, da war jemand Jeanette besuchen. Sie hat sich so einsam gefühlt. Aber gut, dass der liebe Phoenix da war, um ihr Beistand zu spenden.
Du hast praktisch ihre Leere gefüllt. Okay. wohin geht dieser Körper? Yes. About Grout. As I said, Grout is the Malkavian primogen. His behavior and home are eccentric, to say the least. He's developed a paranoid bent lately, so you may have to check under every bed in the place for him. Ja, ich mein Körper bewegt when sich jetzt. Grout, you may come back. Until then. Komme zurück. Meine Lieblingsquest. Ich mag die so gerne. Erstens, weil es der Erstgeborene der Malkavians ist. Und zweitens, weil, sagen wir mal, der Ort ziemlich speziell ist. Der bleibt in Erinnerung. Ich glaube, das kann man so ziemlich gut sagen. Oh, ich liebe die Quest. Oh, ich mag die sehr gerne. Ich mag die sehr, sehr gern. Ich muss aber erstmal zurück nach Santa Monica zu meinem Haustier. Ich glaube nämlich, kann von der Blut snacken. Tag. Oder von dir? Du musst doch mal bestimmt schiffen gehen, oder? Richtig gut. Richtig gut, ja, geh. Bewege dich. Du bleibst mal schön dort, wo du bist. Stopp! Ja. Und dich muss ich mal kurz ausleihen. Nicht, dass ich entdeckt wurde. Die Dame am Telefon hat gerade in unsere Richtung geguckt. Nee. Alles tutti. So, wir gehen aber trotzdem Hema. Die Heather ist nämlich sehr hilfreich, kann man sagen. Musst du auch schiffen gehen? Geh ruhig. Geh. Naja, gut, er will nicht. Okay, dann let's go. Schwupp. Sie ist Spenderin, ja. Sie ist ehrenamtlich tätig und spendet sehr gerne Blut. Ich finde das total löblich. Da ist er. Mal Tür zu machen, es geht hier kein was an. Wir sollten mal die E-Mails checken. Wir waren sehr lange nicht mehr da. Wir haben erster Zug. Der weiße König zieht, um seinen Bauern zu schützen. Von einem Freund. Gefallen zurückgezahlt. Komm mal bei Gelegenheit in mein Apartment vorbei. Ich habe da was für dich. Mhm. Und? Was? Nicht an die Butter. Nicht an die Butter. Den neuen Extremsport, den die Nation in seinen Bann schlägt, gibt es jetzt als Limited Edition auf DVD. Sehen Sie zu, wie Superstars wie Iron Will McMahon, Brock Dryhands, Heinz und Margarine, Mike Davenport, ihren letzten Reserven an Beherrschung mobil machen, um nicht an die Butter zu gehen. Ein Schälchen Butter, zwei Wettkämpfer, drei Richter und jede Menge Willenskraft. Bestellen Sie unter www.nichtandiebuttervtm.de. Ja. Okay. So, auch wieder voll und ganz da. Daher nochmal. Hi, hallo Monkey, WB. Ich hoffe, das Einkaufen war gut. Hast du denn schon deine leckere Suppe essen können? Oder bist du noch am Zubereiten? Hallo, Heather! While you were gone, I tapped my foot over 3000 times. I don't know why I counted. Huh. Ich habe dieselbe Angewohnheit. Is there something I can do for you? Anything. Just ask. Schlafe so, dass du die Sonne aus meinen Tagträumen vertreiben kannst. Oh. You're a night person. Me too. Ach, die machst du morgen, die Suppe. Ah, okay. Zum Mittagessen nehme ich mal an. Lecker Süppchen. Wenn deine Naivität Blut wäre, würde ich niemals mehr hungern. Nein, ich bin ein Untoter. That makes sense. It all makes sense. Those feelings that something's there in the dark. Ja. It wasn't my imagination. It's not crazy at all. Ah, du fängst an, es zu verstehen, mein Ghoul. Ich bin so stolz auf dich. It's like you've pulled the shades off my mind's window. I can see now. There's a whole world out there. It's mind-blowing. Ja, und es wird noch besser. Ich werde dir Wahrheit und Liebe zeigen, wie du sie nie gekannt hast. You will. I do love you so much.
whatever you are. I don't care. I just want to be with you. Scheiße, ich kenne die seit 5 Minuten, ja? Okay, meine Liebe fließt durch deine Adern. Alles für dich, nur für dich. What can I do to show my appreciation? Ich hab Durst. Ja, blute für mich. Ich hab richtig Knast. Aber so richtig. Okay, die gibt relativ viel, ist okay. Obwohl, normal, ne? Nicht töten, bitte. So, kann ich noch? Kannst du noch irgendwas? Ach so, nee, jetzt ist er ja halb tot. Ja gut, jetzt kommt sie erstmal nicht zur Besinnung. Fuck. Naja, gut, dann gehen wir mal zu Mercurio. Der hat ja was für uns. Was Schönes hier irgendwas? Nö, alles klar, ich krieg keine Post, ich bin unwichtig. Läuft ja heute alles digital, ne? Mercurio. Du wundersamer Planetenmann. Hallo, hallo. 24. Mhm. Hi! Ich brauche ein paar ungezogene kleine Spielzeuge. Ach, der hat immer noch nicht mehr. Ich dachte, du hast irgendwas Cooles. Oh, Mercurio. Verdammte Scheiße. Ich dachte, er hat irgendwas Cooles. Oh, bin kurz auf K, sonst brennt mein Essen an. Also bis gleich. Bis gleich. Und wichtigste Frage: Was gibt's zu essen? Das ist wichtig. So, dann gehen wir noch mal nach Downtown. I guess. Ja. Wir gehen dann noch mal ins Confession. Ich glaube, wir können schon Cola abholen. Das wäre ziemlich nice. Obwohl wir recht genug haben, aber... wer weiß. Vielleicht schwenke ich ja doch auf die schönen Ballermänner um und brauche dann richtig viel Geld zum Bezahlen. Wir könnten mal ins Asylum gucken, aber ich glaube, die Geschwister sind nicht da, die beiden. Aber wir gucken trotzdem mal. Unser Lieblingsgeschwisterpärchen. Und dann das Drehkreuz abbauen lassen. Ja, stimmt, das hätte ich schon wieder vergessen. Irgendein Eintopf mit irgendeiner Sorte Reis mit irgendwas zum Rülpsen. Dann lass es dir irgendwie dein irgendwas schmecken. Okay, die will immer noch nicht mit dir interagieren. Das ist so eine arrogante Ziege, ja? Du hast ein gebärfreudiges Becken. Ha! So, jetzt habe ich es dir aber gesagt. So, die zwei bitte. Die zwei. Nein, nicht. Nein, ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Ich habe mich verdrückt. Komm schon. Ja. Die zwei. Woo. Okay. Klingt nahrhaft. Richtig schön viele Vitamine. Oh Gott. Okay. Hallo. Good evening. Hello, sweetheart. Hi, Jeanette. Wie habt ihr zwei schon eure gemeinsamen blassen Haut eingelebt? We're bridging valleys, but I still can't persuade her to wear eyeshadow, and you won't. Oh, schön zu hören. Bis dann. Ach, schade. Ist halt cooler, wenn man, wie wir ja wissen, nur Jeanette überleben lässt. Ne? Da hat man ein bisschen mehr... Oder man kriegt, anders gesagt, man kriegt eine größere Belohnung, wenn man sie mal besuchen kommt. Oh ja. Auf ins Confession. Auch wenn ich das Asylum sehr, sehr schätze und sehr mag. Gehen wir jetzt ins Confession. Ins Confession gehen wir nochmal. Where to? Where to? Fort von hier. Down, down. Geld abholen. Und dann kann ich ja schon mich zu meiner Lieblingsquest aufäumeln. Ja. Das können wir. Können wir schon los. Ja. Oh, dieser ganze Müll. Du stehst immer noch rum.
So, und Drehkreuz abbauen lassen. Das darf ich nicht vergessen. Das Drehkreuz. Kann man mit dir eigentlich reden? Nee. Das sieht so besonders aus, du? Nö. Das sieht aus wie der Rezeptionist von den Empire Hotel. Ein bisschen. Dieses dämliche Drehkreuz. Nee, scheiße. Das gibt's doch nicht! Jetzt! Schnell! Jetzt. Ja? Ist das bescheuert! Wer kam auf so eine Idee? Also wenn du hier hackestrunzend dicht rausläufst, da wirst du doch, da gehst du doch kaputt dran. Hallo? Money, right? I got your cut right here. Geil! 125. Oh. Ah, ich bin jetzt fort. Wir hoffentlich bald auch der durchgedrehte Spieß in deinem Tor. So. Und ich hoffe, der ist wirklich das nächste Mal weg. Das wäre halt echt schön, wenn die dieses Ding endlich abbauen würde. Oh, scheiße. Ich habe noch nie so ein schlimmes Drehtor erlebt. Oh, und wir sind ja jetzt wirklich nicht dick. Also guck mal an, wie wir rumlaufen. Wir haben Po-Backen, so stramm wie... Ich weiß es nicht, ne? Also Fat Larry wäre auf jeden Fall neidisch. So, zurück zum Taxon. Was ist das eigentlich für ein Poster? Das sieht schön aus. The Reckoning, coming soon. Okay. Film. Okay. Hi. Oh, bevor ich zu meiner Lieblingsquest aufbreche. Hallo? Taximann? Also, oder? Nee, würde ich tatsächlich nochmal ganz schnell eine Pause machen. Speichern. Und dann gehen wir gleich zu unserer Lieblingsquest. Denn das, was ich mag, müsst ihr nämlich auch mögen, ja? Nein, dann gehen wir gleich zu meiner Lieblingsquest. Bis gleich.
feel your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, a million miles from emptiness. Suffocate everything and complicate everything. They steal your fate every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, a million miles from emptiness. So, da sind wir wieder. Oh, Monkey hat's genau richtig geschrieben. Genau, unterwerft euch Stukis Willen. So nehme ich. So. Genau, wir wollen zu meiner Lieblingsquest, Groot's Mansion. Eine sehr außergewöhnliche Quest. Die bleibt in Erinnerung. WB, vielen lieben Dank, ihr Hübschen. Vielen lieben Dank. Oh yeah. What are you doing here? Hey, der mit dem ziffrigen Namen. Out now. Hä, suchst du auch nach dem vermissten Malkavianer? You should get out of here. This place is bad news. Pardon me. Welche Geheimnisse bergen diese Wände? Mysteriös. Für die Musik, ey. Ich liebe Groots Haus. Ah, ja, ich auch. Oh, ich mag das auch sehr gerne. Das ist mein Lieblingsquest in dem Spiel. Ich liebe das. Ich meine, einmal geht es natürlich um die Malkavianer. Das kann ja schon mal nichts Normales bedeuten, ne? Sondern das kann ja nur crazy sein. Aber ich liebe das so sehr. Oh, ich liebe die Quest so sehr. Aber schönes Haus. Hier hätte ich halt gern gelebt, ne? So unter Gleichgesinnten, die genauso bescheuert sind wie man selbst, ne? Da fühle ich mich wohl. Das kannst du aber wissen. Hi! Oh ja, willkommen im Haus der Malkavianer. So, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil die sind hier alle ein bisschen hinterlistig. So. Das ist, glaube ich, sogar Groot. Ja, genau, die greifen einen hier nämlich gerne mal hinterrücks an. Du durchgeknallter Typ, du. Aua! Boah, schön hier! Crit-Schaden, Alter! Ja, es tut mir leid, dass ich Gleichgesinnte killen muss, aber... Ihr tut mir halt weh. Kann ich dich trinken? Nee, schade. Na gut, dann ist es so. Schöne Textnachricht hier. It is quite peculiar. I've been made to witness for my supernatural longevity. I am thinking of one unfortunate phenomenon in particular, of unique interest to my station, both as a professional and as a sufferer of this vampiric condition. It seems the stream of time has begun to erode the moorings of my chosen course of study, for the methodologies that gave birth to psychology are slowly disappearing. I find myself in an era that overlooks the physical component of psychological pathology time and again in favor of the sophistic practices of Freud. Phrenology, dactopintalism, and the rest of the old guard has fallen by the wayside, its champions all silenced in death, with my unique exception. Would that I could make my voice heard again, although it may be suspicious should I return to popular medical discourse 50 years after my apparent death. No, better that I continue my studies into the psychoses in secret. One day, may I hold up my own cure as validation of the methods. I am confident no cure for my condition or that of my beloved wife lies within our figurative minds, waiting to be unlocked by the correct combination of memories recovered from our childhoods. And I'm most certain it has nothing to do with the relationship between myself, my parents, and my genitals. Sorry, Sigmund, but I choose to stay my course. In time, too, may your star fade and disappear. Tja, und jetzt fragt man sich bestimmt... Und ich habe keine Ahnung. Aber der hat auf jeden Fall nach einem Heilmittel für sich und seine Frau gesucht. Er wollte sich vom Vampirismus befreien. Meinst du, Groot hat all die hier sind selbst zu Vampiren gemacht oder kamen die durch Zufall? Ich glaube, der hat die selber zu Vampiren gemacht und an denen geforscht. Also
die benutzt, um herauszufinden, wie du diese, ja, wie du deinen Zustand heilen kannst. Okay, oh, es geht weiter. Another unfortunate casualty to Tide of Time, insane asylums. I lament their loss not only as brokerage houses for the breadth and depth of human psychosis, but also I shall mourn the disappearance of that peculiar environment present only in an insane asylum. That palpable atmosphere of blistered brains and churning bowels, the odoriferous melange of freely flowing bodily humors, that gently rolling cacophony of distant sobs and screams, the muttered cursing at perceived enemies, and the blissful gurgling of the lobotomized, like a newborn babe discovering the sky. I shall still find test subjects as surely as I find bloody sustenance in the night, but this climate, I fear, may never be replicated. Mhm, so, wir hatten was bekommen. Ich wollte eigentlich die Lampe drücken. WK Pauk Distel, Alter. Dieses versteinerte Blatt ist nicht für die Verdammten bestimmt. Doch Vampire können trotzdem von seiner Schamanenmagie profitieren. Erhöht Verteidigen um 1. Mega gut. Was haben wir hier? Wahrnehmung schärft den Geist und herrscht über die Grenzen der Zeit. Zeit lässt die Wahrnehmung ermüden und verfälscht den Geist. Der Geist ist launisch und wirkt in vielerlei Hinsicht auf Wahrnehmung, Zeit und den Geist selbst. Harmonie bringt Fortschritt. Richtig gut, ey. Wie kann ich das wegmachen? Achso. etwas eigenwillig, aber sonst... Ja, ne? Gut, wir haben das Rätsel gelöst, wir haben die Tür geöffnet. Das ist für später, genau. Jetzt müssen wir wieder raus. Ja, Groot ist ein bisschen eigenwillig, das stimmt. Aber ich mag den. Also, er ist ja mal Kavianer, das musst du ja nicht vergessen, ne? Oder darfst du ja nicht vergessen. Dass der halt auch irre im Kopf ist. Ah! Ne? Und der hat sich ja trotzdem mit dieser Forschung auseinandergesetzt. Also er ist halt nicht dumm, ne? So, wir beenden das hier mal schnell, bevor die mir in den Rücken fallen. Das ist mir nicht geheuer hier mit euch! Oh Gott. Und er hat ja versucht, eine Heilung zu finden, ne? Mai Kaviana, also der geistig eigentlich am ärmsten dran ist von allen Vampir-Clans, hat er sich ja trotzdem, dafür bemüht, ne? Das kann man ja schon hoch anrechnen. Auch wenn es erstmal Eigennutz war für ihn und seine Geliebte, aber er hat es probiert, ne? So, schneller Prozess. Das ist dicht. Die Tür, die aufgegangen ist, ist diese hier. Durch das Rätsel. Die ist auch verschlossen und da oben, genau, das kommt später. Nee. Warum bist du zu? Moment. Irgendwas stimmt nicht. Es sind Dinge passiert, die nicht passieren sollen. Moment. So rum. Ich dachte, es war die Tür. Nee, die. Nee, da bin ich reingekommen, oder? Warte. War das der Ausgang? Ja, das war der Ausgang. Das Foyer, wie man so schön sagt, ne? Die Lobby. Ich finde das Haus manchmal, ich finde das heute noch verwirrend, ne? Ich finde das heute noch sehr, sehr verwirrend. Wir haben die Tür ja aufgemacht, genau. Die brennen alle drei, wunderprächtig. Wunderhübsch. Das hier, nee, wir müssen die Tür finden. Ich hab sie gleich, Moment. Ich werde diese Tür finden. Das verspreche ich. Habt ihr gerade einen Kauz gehört? So, wie war das hier? Wir mussten doch hier irgendwie... Warte, gab es hier nicht auch eine Laterne? Nee. Die man so runterklicken konnte. Du bist zu. Keine Möglichkeit aufzuknacken. Ach, da! Genau. Club!
Das ist oben an der Treppe gewesen. Da wartet wieder so eine Dame. Der geht's nicht gut, glaube ich. Ich beende ihr Leiden. Ich sagte, ich beende ihr Leiden. Ach, der ist immer auf Akku gebürstet, ne? Der hat richtig Bock. Die Kleidung, die der anhat, ne? Ist halt vom Nosferatu. Also, die haben so Sadomaso-SM-Zeug immer gerne an. So. Ruth, erzähl mal, was hast du noch so gemacht? Ich glaube, du kannst sie auch auslutschen. Oh, ich mal probieren. Often I reflect with great regret on the missed opportunity that was my infector. Had I been conscious after the attack, I could have stopped the orderlies from locking her in the roaming pen. What I would give for just one interview. A few simple questions of the plague-ridden woman who met her end that dawn. Of course, there is no guarantee she would have been any more helpful than my current crop of test subjects, mewling wretches. Few could be called enthusiastic. Given the nature of the tests, I cannot expect the same fervor from all, but a modicum of cooperation would be appreciated. Animals. The one called John went so far as to gnaw off his arm and escape into the floorboards like some feral rodent. I still hear him scurrying about at night. He must be making an atrocious mess in there. Okay, sehr schön. My studies proceed at a languid pace. I'm mired in a foul ennui as my wife's illness advances. My subjects grow restless without proper supervision, but I cannot pull myself back from this black depression. How many nights I've wasted now, gazing from the tower walk, pondering the frailty of existence. So, huch, auf bitte. Oh, einmal schön die Hollywood Hills hier. Cool, cool, schön. Ah, oh, wie die Lichter sich sogar bewegen. Der zweite Teil muss unbedingt bald rauskommen. Ich will nicht mehr warten. Ah. Naja, gut. Und es geht wieder runter. Wie wir hochgekommen sind, gehen wir auch wieder runter. Haha! Immer schön tanken, ne? Ich auch nicht, ja. Ich glaube, jeder Fan von diesem Spiel denkt sich, ja, bringt's doch bitte raus. Ich meine, die sollen sich so viel Zeit lassen, wie sie wollen. Ich würde es nicht cool finden, wenn der zweite Teil genau an derselben Krankheit leidet wie der erste. Also, dass es vollkommen verbuggt und überstürzt auf dem Markt gekackt wurde. Und dass die Fans die durch Patches ausgleichen müssen. Oder dass so ein Cyberpunk-Desaster passiert, das wird overhyped. Wird es eh nicht, weil es ist nicht so ein bekanntes Spiel. Aber die sollen sich schon die Zeit nehmen und was Ordentliches draus machen. Dieses Spiel verdient einen richtig guten Nachfolger. Und wenn sie noch 5 Jahre dran arbeiten, ey, wenn das Ergebnis richtig gut ist, warte ich die 5 Jahre gerne. Also dann warte ich die wirklich sehr, sehr gerne. Und da habe ich überhaupt kein Problem mit. Oh, ich hatte das auf Steam schon vorbestellt, ich auch. Am ersten Tag, als die Vorbestellung möglich war, habe ich es mir schon gekauft. Ist ja auch in der Spielliste bei mir schon drin. ich warte sehnsüchtig, warte sehr, sehr sehnsüchtig darauf. Und ich werde richtig gehypt sein, wenn es da ist. Das wird großartig. Das wird ein jetzt richtig, richtig toller Tag. Genau, hier ein paar Shortcuts aufmachen, cool. Liegt da einfach mal so eine Korbse rum, kein Problem. After decades of solitary study into this affliction, I have learned that it is by no means mine alone. Indeed, the city is home to an entire society of similarly afflicted individuals with whom I've only recently made contact. They are an understandably standoffish sort, by and large, but I have been able to confirm with them that the condition is indeed vampirism, which apparently comes in a multitude of strains, each with a spectacular set of symptoms such as invisibility and even a sort of lycanthropy. Through numerous official interactions with the governing body of this secret society,
I have concluded that their fundamental understanding of the vampiric condition is woefully lacking, and mired in suspicion and pseudo-religious dogma that would make a Turk balk for its strictures. Indeed, they seemed impressed with my studies and the eloquence with which I was able to present them. Apparently, the typical sufferer of my particular strain of vampirism is far from the vanguard of the King's English. So impressed were they that they even offered me an office in their government, a rather high office by the sound of things. I believe I shall accept. If nothing else, it should provide a lofty vantage point from which to observe the breadth and epidemiology of the affliction so that I may move more expeditiously toward a cure. Okay, ich bin ja keiner, der sich gleich ein Spiel holt, aber das wird in der größten Edition geholt. Oh ja, ich weiß gar nicht, welche ich gekauft habe, aber ich glaube, ich habe auch die bestmöglichste gekauft. Also so, wie ich mich kenne, ja. Das ist übrigens ein sehr schöner Raum. Ja, man denkt sich hier, oh, hier geht's nicht weiter, aber das sind keine Spiegel, wie man sieht. Das ist tatsächlich cool gemacht. Ich mag das sehr gerne. Es freuen sich echt viele Fans auf den Nachfolger. Hoffentlich wird er so geil wie erwartet. Ich denke. Also, man hat ja schon Gameplay-Trailer gesehen vor 2 oder 3 Jahren. Ich glaube, vor 2 Jahren auf der E3. Das sah absolut großartig aus. Man hat ja schon ein paar Dialogoptionen gesehen. Die Charaktere, die Grafik. Also, es sah... Und der Trailer auf Steam, also dieser Cinematic, kann man ja sagen, Trailer, ist unglaublich gut. Ich hatte die Blood Moon Edition mit allen Extras. RIP. Ich glaube, ich habe die mir auch gekauft. Gab's nicht sogar, jetzt muss ich überlegen, in der einen Edition ein Jeanette Warman Outfit? Gab's das nicht? Oh, ich weiß das nicht. Ich glaube schon allein, deswegen muss ich mir das kaufen. Die Blutwelle im Trailer. Oh ja, es ist so cool, wie das Blut in dieses Waschbecken läuft. Das sieht so gut aus. Unreal Engine, glaube ich. Es ist unglaublich geil. So. Das machen wir mal auf. Das ist nämlich ein Shortcut für genau da unten, wo wir hier das Rätsel hatten. Oh, so ein paar Texturfehler sehe ich gerade. Ja, die Blood Moon Edition, ja. Ich glaube, allein deswegen musste ich mir das kaufen. Ich lese irgendwas mit Jeanette Warman und da ist es vorbei. Also, da ist es einfach vorbei. Was willst du denn da machen? So, Groot. I have accepted the role of Primogen for Clan Malkavian, the dreadfully winsome label applied to the particular strain of vampirism I suffer, so named for some supposed vampire father figure of old. More poppycock grown from a backward culture that seems interminably drawn to children's tales and the fiction of Victorian romance when it should concern itself with the science behind their suffering. No matter, for I have taken this office for no greater reason than to advance my research. I must make mention, however, that even among my would-be peers in this governing body of vampires, the level of paranoia and superstition is frightening. Their intelligence is not the question, no, indeed. As they courted me for this appointment, I had to suspect that their overtures were hand-tailored to what must be my obvious infatuation with reason, for the devil would do well to have such honey-tongued tempters. Even so, I could not help but notice the dressing of language these vampire leaders chose for their siren song. Whether it is born of habit, from addressing their unwashed, ill-educated subjects, or from their own deep-seated beliefs, their linguistic flourishes belie a faith in superstition over the providence of empirical reason that must be an all-pervasive theme in this society of darkest night. Damn it all, now I'm doing it too. Chaos, wie auch der Geist, kann nur die Wissenschaft verstanden werden. Ordnung dagegen ist immer nur so gut wie die Wahrnehmung derselben. Zeit ist der Schlüssel, der die zwei verbindet und Zeuge wird, wie sie kommen und gehen. Aber es ist ja zumindest jetzt bekannt, dass ein neues Studio gefunden wurde. Licht am Ende des Tunnels. Ja, das ist ja schon seit ein paar Monaten bekannt. Ich muss sagen, so groß der Schock natürlich auch war, darüber, dass sie sich von... Heartsweet Labs, ich glaube, die hießen vorher so, als sich Paradox Interactive von denen getrennt hat, so groß der Schock auch war,
fand ich es gut, dass sie diesen Weg gegangen sind, damit sie eben die Vision ihres Spieles so auch weiterhin umsetzen konnten. Das traut sich nicht jeder, ne? Viele gehen daran zugrunde, dann werden die Projekte teils ganz eingestampft durch solche Streitereien und Unstimmigkeiten. Aber sie haben wenigstens gesagt, ey, es funktioniert halt nicht. Es ist halt nicht mehr das, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir brauchen jemand anderen, ne? Und das finde ich halt, das ist ja schon mal ein richtiger Schritt zu sagen, wir lassen die Arbeit nicht und am Ende sind sie mit dem Projekt unzufrieden oder die Fans sind sogar gar richtig unzufrieden mit dem Spiel. Das wäre noch schlimmer. Was mich nur beunruhigt ist, dass sie noch nichts vorzeigen, ne? Kann aber trotzdem leider dauern. Natürlich kann das noch Jahre dauern, aber wie gesagt, dann sollen sie bitte sich die Zeit auch wirklich nehmen. Da habe ich weniger Probleme mit, damit es halt wirklich am Ende richtig gut ist. So, das muss aufgemacht werden. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war. Aber das ist ja halt dann okay, ne? Was mich aber beunruhigt, ist, dass sie noch keine Spiele sehen. Also irgendwas Neues können sie nicht zeigen. Sie hatten ein Statement abgegeben. Es ist noch für sie zu früh. Sie arbeiten dran und sie meinten auch, das Spiel entwickelt sich in einer sehr guten Richtung, so wie sie sich das auch vorgestellt und gewünscht haben. Aber sie können es halt noch nicht zeigen. Und das hatte mich ein bisschen beunruhigt. Jetzt weiß ich nicht. War hier was mit einem Buch? Ich muss überlegen. Ach nee, wieder hier. So. Bücherregal unten, glaube ich. Das ist unten, genau. Das hatte mich ein bisschen beunruhigt, ne? Dass er... Sie konnten nur sagen, ja, es läuft. Ich vertraue denen auch, dass sie mir da jetzt keine Lüge auftischen, um mich zu beruhigen. Und eigentlich steht zwischen dem neuen Entwicklerstudio und dem Publisher auch wieder Krieg. Also ich hoffe es, ja, dass sie da ehrlich sind. Aber ich würde mir ja schon was wünschen, ne? Die müssen mir nicht einen 3-minütigen Trailer mit einer halben Stunde Gameplay zeigen. Das spoilert ja auch so viel. Ja, mir würde es ja durchaus reichen, wenn sie einen zweiten Trailer zeigen könnten, also mit alternativen Szenen nochmal, was sie haben, oder neue Screenshots, nur Screenshots und Bilder, ne? Das würde mich ja richtig beruhigen. Aber ja, können sie halt leider noch nicht. Da müssen wir leider noch geduldig sein. Ist schwer, aber das wird schon. Ne? Komme ich hier durch? Ja. Jetzt haben wir hier unbekannt. Zack. Jetzt muss ich kurz gucken, was ich hier aufgesammelt habe, du. Tarulzamen. Dieser schwere Fangzahn kann nur einem wilden Raubtier gehört haben. Sie sind beruhigt, dass es jetzt eines weniger davon gibt. Durch den Zahn nimmt ihr Risiko ab, in Raserei zu geraten. Hm? Ja, warum nicht? Raserei ist doof. Ha, das nehme ich gerne. Klack. Der ist noch nicht oben. Klack. Und für die Vervollständigung machen wir hier alles dicht. Klack. Achso, da fehlt noch einer. Dann schleichen wir mal rum. Ah! Not me. Aua! Ja gut, wir laden einfach. Kein Problem. Dann einmal ab durch die Mitte. Dann nehmen wir den Tarulzahn wieder auf. Der noch aus. Ich schleiche mal trotzdem. Der. Und der. Wir speichern. Jetzt ist natürlich die Frage. Aua. Wir laden einfach, das ist kein Problem. Uns kann niemand töten, wir sind ein Vampir. Kann man irgendwie, ist das wieder so ein Rätsel, wo man die abstellen. Wieso war der oben, unten? Ah, jetzt. Okay. Haben es geschafft.
geschafft. Die besagte jene welche Tür im roten Zimmer? Das rote Zimmer. Gewonnene Erfahrung 1. Haben wir ein Upgrade? Genau, sie haben gerade Groots Anwesen betreten. Irgendwas ist daran merkwürdig. Ja, es ist halt das Anwesen der Malkavianer. Scheiße, was ist? Soll hier schon normal sein? Oh ja. So. Das rote Zimmer. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Und dann sind wir auch gleich leider schon am Ende. Ah ne, es geht noch in den Keller, glaube ich, ne? Ich glaube, wir haben noch einen kurzen Kellerabschnitt. Ja. Ich glaube, die hier war das. Ja! Ja! Wunderprächtig, wunderbar. Kurz speichern. So. Oh, eine Nachricht von Groot. As I expand my dealings with the vampire government, I have encountered a disturbing new symptom of this affliction. Frequently, in conversation, I will hear voices emanating from other vampires, voices that are not their own, but which seem to have insight into their lives beyond what I could gather from simple conversation. These voices seem to echo from deep within the fellow vampires, and I can't be certain if this symptom belongs to my strange illness. Various and inconsistent. Oh, das sind aber viele jetzt. Fuck! Oh, scheiße! Holy moly! Ladies! Ruhig! Oh, schön Kritz in ins Gesicht! Warte mal, stopp! Oh, ich will doch nur ein Schlückchen trinken! Jetzt! Wir machen dich leer, mich machen wir voll. Ist ein guter Tausch, finde ich hervorragend. So, bitte heilen Sie sich. Hervorragend. Oh, was haben wir da? Glitzer, Glitzer. Schlüssel zum Laborkühlschrank. Mhm. Messer. Haben wir schon, braucht man nicht. Also wir haben keins mehr im Inventar. Wir könnten eins aufnehmen, aber ja. Nee. Oh ja! Gib dir Mutti Spritz! Oh, warte, könnten wir irgendwas durchsuchen? Nee. Nee, nur greifen. Okay, das hier konnte ich nicht kaputt machen, ne? Genau, dann gehen wir wieder hoch. Da haben wir noch andere Türen. Hier runter. Genau. Es geht ganz tief in den Keller! Scheiße, das. Ich komm nicht ran, Schnecke. Du hast dich so gut versteckt hier. Huch! Wie die geflogen ist. Oh mein Gott. Huch. Na, aber nicht von hinten. Das mag ich ja gar nicht. Alle irre hier. Alle durchgeknallt. Aber nicht so verrückt wie ich. Gut. Und tot. So. Oh, oh, oh. Da kriegst du ja Augenfiepen. Was haben wir hier? Morphiumflasche? Das gelockt. Gucken wir, ob wir das knacken können. Fehlschlag, Stufe 5. Kein Problem. Alles machbar. Alles machbar für mich. Erfolg. Oh! Oh. Naja, ich nehme es trotzdem. Ohne Notiz. Das Hirn ist ein Labyrinth und Labyrinthe inspizieren das Hirn. Hinter dieser Tür liegt ein Labyrinth, in dem die Reaktionen von Testsubjekten auf die verrücktesten Umgebungen studiert werden können. Das geht ganz einfach mit Hilfe meiner Vampir-Unsichtbarkeit. Würde ich da rein? Ich weiß nicht. Oh! Hinterhalt! Oh, du. Oh, jetzt kommen sie aber alle an dir. Ey, die haben Bock. Richtig motiviert sind sie. Guck's dir an. Und ich lasse euch durch die Gegend flattern hier.
Zack. So, warte, jetzt muss ich... Genau, hier war richtig, ich erinnere mich. Bin ich schon mal durch dieses Labyrinth gegangen? Ich muss nochmal zurück. Das finde ich jetzt hochinteressant. Aber erst knuspern wir den hier noch schnell weg. Den jungen Mann in seiner Zelle. Leg dich schlafen, Fred. Genau, machst du richtig, Fred. Ne? Ein Vorderhalt. Oder vor der Halt. Was? Ein Vorderhalt, ja. Ist kein Hinterhalt. Der kam ja von vorn. Ist ein Vorderhalt. Deutsch ist schwer. Ist kein Problem. Ich weiß, was du meinst. Ey, lass mal da reingehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was uns erwartet. Ham. Oh, die hat es anscheinend nicht geschafft. Die rastet völlig aus. LOL! Oh mein Gott! Ich war hier noch nie drin. Ohne Scheiß. Ich war hier noch nie. What? Oh Gott, der Verwirrungsabschnitt. Ich habe das nie gemacht. Ich bin ja gerade zum ersten Mal drin. Oh mein Gott. Nach all den Jahren überrascht mich das Spiel immer noch, ne? Ja, ja! Ah, Endgegner-Tür. Jetzt kommen wir nach unten. Okay, ist ja lustig. Hä, ist ja mega. Das gefällt mir ja richtig gut. Ist ja lustig. Ist ja gut. Hä, das ist ja fancy. Cool. Richtig cool, du. Oh. Haben wir es geschafft? Kriege ich jetzt einen Preis? Wo sind wir? What the fuck? Au! Sonnenlicht! Aua! Ich... Nein! Aua! Heiß! Heiß! Hallo? Was habt ihr gegen mich? Ich war hier noch nie drin. Ich bin gerade so hammerhart verwirrt. Oh, ich kann egal. Es ist ja auch ein Vampir. Fuck. Da geht das ja gar nicht. Schlitz. Tot. Ausgenockt. Für immer. Und jetzt wieder zurück oder was? Warte mal. Ah, Deutschland 2024. Hauptstand der Krankenpfleger. Ja. Wenn es nicht so traurig wäre, ne? Scheiße. Ich werde doch den Weg nie wieder zurückfinden, oder? Oder doch? LOL. Ah! Oh. Himmel. Voll die Beine weggeschnatzelt. Oh, Telefon. Call SOS. Help. Irgendein Irrer hält mich hier fest. Oh Gott. Scheiße. Okay. Ah, jene welche Tür? Okay, sieht's wieder normal aus, aber irgendwie zu normal. Gut, okay, bis auf die Köpfe der Schaufensterpuppen. Aber ansonsten wirkt das hier normal. Lag da was? Nee. Aha. Morphiumfläschchen. Also das ist ja sowas von skurril. Aber ansonsten... Und eine Uhr, Alter. Oh, Scheiße, ich will hier raus.
Die standen vorher noch nicht da. Oh mein Gott, ich will hier weg. Oh, mit Puppen, das geht gar nicht, ne? Was? Oh mein Gott, lass mich hier raus, bitte. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Darf ich jetzt raus? Ist ja gar nicht spooky, what the fuck. So, jetzt ist die Frage, da war der Raum. Das war das. Dann die Tür. Genau. Da bin ich wieder. Hallo, Phoenix. Das muss jetzt sehr skurril sein, was du hier siehst. Willkommen im Haus der... Fuck. Der Malkavianer. Ich bin genauso verwirrt wie du. Komme ich jetzt hier raus? Hier geht's ja nicht weiter. Hier habe ich, genau. Die Musik. Hab nur nach dem Essen gemerkt, dass ich eine halbe Stunde eingepennt bin. Ah, oh, das geht mir auch manchmal so. Gerade wenn man vollen Bauch hat, da kann man immer schön einschlafen. Stop doing that. Mother shall be too pleased. Undo pleased. Ich find's hübsch. Okay. Oh, lol. Oh Gott! Oh. Oh. Da hat er sich gut in der Ecke versteckt. Da habe ich einen Schreck bekommen, okay. Der ist schon tot. Ich war noch nie in diesem Abteil. Das ist nach all den Jahren noch nie hier drin gewesen. Das ist so krass. Von dort bin ich gekommen. Hi. Oh, aha. Morphiumflasche. Aber man kann leider kaum lesen, was da dran steht. Himmelhilfe, ey. Was das hier für ein Abschnitt? Oh, das macht die Quest für mich noch geiler. Das ist ja mega cool. Oh. Das gefällt mir gut. Ah. I am no longer safe. I know it. The voices have proven themselves authentic, and I have withdrawn from the vampire society entirely. My absence will no doubt draw attention, but I could no longer hold my fragile composure around the ravenous eyes of my vampire peers, especially not around him. The voices compelled me to make what I fear is a Faustian bargain, but I had to, for their demands are constant and merciless. I have secluded myself within the mansion. I know he will strike out at me. He will go to any length to achieve his ambitions, and he knows it, I know. I have taken precautions to protect my beloved wife. Her cure will have to wait until our immediate safety is guaranteed. The mansion was constructed with security in mind, but at that time I was not privy to the full range of vampire capabilities. The voices echo in the twisted corridors of my psyche. Dark whisperings of a macabre and formless menace, the approach of which portends an end to all of this. Okay. Okay, die Stimme erinnert mich an Alexander aus Amnesia. Ein bisschen Ähnlichkeit haben die, aber ich glaube, das ist tatsächlich nicht derselbe Synchronsprecher. Das ist seine Frau. Sehr schön. Da lag noch was neben dem Grammophon. Das hätte ich sehr gerne. Ah, oh, wir kommen weiter. Da lag noch was. Goldring! Vielen lieben Dank, Madame. Und gehen wir mal durch hier.
Das war mal ein Groot. Und übrigens habe ich letztens gemerkt, dass Jeanette die Stimme von Azula aus Avatar Herr der Elemente im Englischen hat. Gucke ich gar nicht, leider. Ist gar nicht so meins. Aber das ist eine recht bekannte Synchronstimme. Generell hier einige Stimmen im Spiel, die sind mir auch in anderen Spielen oder Filmen aufgefallen. Die sind alle gar nicht so unbekannt. Was ist passiert? Sie haben die verkohlten Überreste von Alistair Groot gefunden. Sie sollten wohl dem Prinzen sein Dahinscheiden mitteilen. Mhm. Oh Gott, Groot ist nicht mehr länger ein Leichnam, sondern Asche. Groot is dead? Pity it could not be by my hand. No matter. Soon your self-made kings and false prophets and all who bear the mark of the beast will be washed from the earth for the coming of the Lord. Ja, und wenn man seinen Akzent hört, kommt man vielleicht auch nicht drauf, dass er Deutscher ist, ne? Hört man gar nicht raus. Wo sind ihre Manieren? Wollen Sie sich nicht vorstellen? As you burn. Tell them it was Grünfeldbach, who sent your damned soul to that lake of fire. All agents of Satan. Grünfeldbach! Let this righteous display serve as a promise to all who serve the archfiend Lacroix. I'm coming for you, Lacroix. By the power of the Lord, I will cleanse your black soul. I'm coming for you, Lacroix. Do you hear me? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich mag den auch gerne. Wie er wegrennt. Nee, ich mag den auch sehr gerne. Ich finde den halt sehr unterhaltsam. Nee, warte, wo ist das Fenster? Wir müssen Fenster. Wir müssen erstmal hier. Hier raus. Wir müssen zu einem. Das ist jetzt ganz schlecht, Leute. The Bar? Nee, warte, ich glaube, ich laufe falsch, ne? Ich muss... Scheiße! Zu einem Fenster. Oh, ich bin richtig. Nein! Aua! Au! Ah! Ah! Ich habe meine Sonnencreme nicht mit. Grünfeldbach! Ja. Das ist halt so bescheuert, ja. Ah, dieser Akzent, den der Typ hat. Spring! Nee. Ja. So, da. My name is Grünfeldbach. I'm a hunter. So, der Abgang war richtig schnittig und geschmeidig, ja, wie wir es von unserer Balkaviana Braut gewohnt sind. Und die Quest ist abgeschlossen. Oh, es ist leider sehr traurig, weil ich die sehr mag, aber so ist das. So, Sebastian Lacroix! Wir müssen mit dir reden. Hallo, mein Lieblingspolizist. Nee. Solcherlei Dinge kennt meine Nase nicht. Schicke mich zu Lacroix. Sure, I'll open her up for you. Dankeschön. Hör auf, über Burger zu reden. Ich hab Hunger. Hör auf. Tu das nicht. Hallo. The Primogens still haven't been contacted by Grout. I thought I made it clear that you are not supposed to come back until we had heard from him. Ja, wir hören Grouts Stimme auch nicht länger. Grout's dead. Wer ist Bach? Warum will er mich anzünden? Bach. Every time I think he's lost the scent. So, Bach killed Grout to draw me out. Na, das glaube ich nicht. Groot wurde nicht gejagt, sondern ausgelöscht. Bach is a hunter. They stalk and kill our kind to appease their god. But like many mortals, their so-called faith is nothing but a conduit through which they quench their killing urge. Who else would have killed Grout?
Naja, wir haben da jemanden gesehen, der sich ein bisschen verdächtig benommen hat, ne? Nines erschien auch da zu sein. Look at me. Are you sure it was Nines Rodriguez? Because if it was, the consequences. Do you know where this might lead? Do you really have any idea? Ja. sicher ist, dass nicht sicher ist, was Neins war, aber was davon nicht Neins war. It means, under most circumstances, I would call a blood hunt on the murderer immediately. However, the anarchs of this city may interpret such an action to be a declaration of war. I do not want a war with them. This decision will take some time. I need to confer with the Primogen on this. In the meantime, I've come to a decision on the Ankaran sarcophagus, and I believe that for the safety of the inhabitants of this city, we need to place the sarcophagus under Camarilla protection until its contents can be confirmed. This also is very important, so I need to call upon your skill once more. The Ankaran sarcophagus was quietly delivered to the Museum of Natural History a few hours ago. I would like you to bring it back here for safekeeping. Na gut. Let me finish. The manifest from the Dane shows there was a small box from the same dig on board, but it was listed as missing. Keep an eye open for it. It may have been overlooked. It's crucial we get the sarcophagus in our possession within the next few hours. Meine Taschen sind hungrig. Yes, of course. Here. I can't have one of my representatives running around ill-equipped for their task. Ja, will ich auch hoffen, ja. Gut, wo muss ich mich... der Sarkophag fliegt praktisch schon zu ihm. Here are the keys to the front door of the museum. The sarcophagus should be in an examination room of some sort. There's a small security staff on site, but I don't want a massacre. Mortals are just as easy to deceive as they are to kill. Okay. Gut. Ja, mach ich. Oh, das Museum. Es ist so schlimm alles. Oh. Aber nützt ja nichts, muss gemacht werden. Die Museumsquest ist auch wieder so eine Staff-Quest, wo wir das erste Artefakt für Pisha finden. Das ist gar nicht so leicht. Das war irgendwo versteckt. Aber kriegt man hin. Kriegt man hin. Ich würde tatsächlich dann das morgen machen. Heute an der Stelle würde ich erstmal beenden. Oh, es war mir wieder ein Riesenfest. Als Kind der Nacht für euch unterwegs in den dreckigen Straßen von Downtown unterwegs zu sein. Nein, es war wieder sehr schön. Morgen spielen wir auch, ich glaube, ab 17 Uhr wieder Vampire weiter. Und wir raiden. Vielen lieben Dank für den tollen Stream. Ich danke fürs Zuschauen, fürs zahlreiche Dabeisein. Wir raiden wie immer Marco. Der ist eh immer da. Und dann sieht man sich vielleicht morgen. Der neue Streamplan, by the way, ist schon auf Twitter für nächste Woche. Habe ich heute noch fertiggestellt. Und nice, morgen Abend bin ich nicht zu Hause. Oh, das tut mir leid. Aber der Stream wird ja aufgezeichnet. Er wird aufgezeichnet und du darfst ihn dann sehen. Es tut mir leid, Phoenix. Tut mir leid. Aber das nächste Mal vielleicht. Aufzeichnung steht dann, wie gesagt, bereit und wird ja auch nochmal auf YouTube hochgeladen. Alles klar. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Danke, Phoenix, dir auch. Ein wunderschönes Wochenende. Dann genießt den Sonntagmorgen. Aufzeichnung schaue ich natürlich. Das ist ein treuer Zuschauer. Marco macht gerade Pause für 2 Minuten. Schön. Dann sind wir halt jetzt Pausenscreen. Dann bis demnächst und vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Tschüss.